Kind würdest du. Dann gehst du hungrig zur Schule. Hör auf! Lass das. Schuhe zubinden. Dem 13-jährigen Reese fällt das schwer. Er soll sich nicht blamieren in der Schule. Er übt es ja ständig. Bei ihm und seinem Bruder Jordan wurde eine fetale Alkoholspektrumstörung, kurz FASD, diagnostiziert. Du musst dir noch deinen Snack holen und Zähne putzen. Ich sag doch, hör auf. Hör auf, mich zu nerven. Wie nerve ich dich? Ich sag ja nur, was du noch machen musst. Ich weiß. Dann gehst du halt ohne Snack zur Schule. Hör auf, mich zu nerven. Ist ja gut. Hör auf. Das ist ganz normal. Jordan lässt alles an mir aus. County Down in Nordirland. Allison McNamara und ihr Mann Brian haben vor 11 Jahren 2 Kinder adoptiert. Die Brüder Reese und Jordan. Das sind wir auf unserem ersten Familienausflug. Wir tragen alle blau, das haben wir erst später bemerkt. Es war unglaublich, endlich zu viert zu sein. Reese und Jordan sind Halbbrüder. Sie haben dieselbe Bauchmama, so nennen wir ihre leibliche Mutter, aber verschiedene Väter. Das ist Jordan zum Zeitpunkt seiner Diagnose. Er hatte schon Probleme in der Schule. Und dann hat ein Gentest bestätigt, was die Kinderärztin schon gesagt hatte. Er ist ein typisches FASD-Kind. Das sieht man schon am Gesicht. Er hat diese schmale Oberlippe, keine Spalte hier wie wir. Und er hat die doppelte Lidfalte. Reese ist genauso. Sein Unterkiefer steht vor. Das ist auffällig bei Kindern mit FASD. Ihre leibliche Mutter hat während der Schwangerschaft getrunken. Mit fatalen Folgen für die 2 Brüder. Jordan kann mit 12 noch nicht richtig lesen. Er übt in der Schule das Buchstabieren. Die Familie ist heute spät dran. Die Fahrt zur Schule dauert eine Viertelstunde. Allison und Brian mussten kämpfen, um Reese und Jordan Plätze an der Förderschule zu sichern. Die einzige in Nordirland, die Kindern mit Beeinträchtigung den normalen Lehrplan vermittelt. Tschüss. Tschüss, Mama, habt euch lieb. Mama, ich muss zur Schule. Verpiss dich. Für den 12-jährigen Jordan beginnt der Schultag mit Schreiben. Seine Lehrerin, Mrs. Harris, weiß um seine Schwierigkeiten. Du willst also schreiben, ich habe eine Katze namens Smudge. Wie fangen wir da an? Weiß nicht. Denk mal nach. Du willst schreiben, ich habe eine Katze. Okay. In 3 Minuten schaue ich, ob du fertig bist, ja? Bei seinem älteren Bruder Reese steht heute Chemie auf dem Lehrplan. Seitdem der 13-Jährige die Förderschule besucht, hat er in allen Fächern aufgeholt. Dagegen fällt es Jordan immer noch schwer, seine Impulse zu kontrollieren. Lass uns mal einen Blick in die Belohnungsliste werfen. Du weißt ja, es gibt einen Haken oder Sternchen für gutes Benehmen. Anfang der Woche ist nicht so gut gelaufen. Weißt du warum? Hab mich blöd benommen beim Reinkommen mit Herrn und Frau Quatsch. Ja, du hast ein bisschen gestört. Aber die letzten 2 Tage hast du dich super benommen. Meinst du, du kannst das beibehalten? Toll, das würde mich sehr freuen. Ohne besondere Betreuung fällt es Kindern wie Jordan schwer, dem Unterricht zu folgen. Doch FASD wird oft falsch als Autismus oder ADHS diagnostiziert. Oder gar nicht. Auch deswegen hat Allison den Verein FASD Aware Northern Ireland gegründet. Das Bügelbrett, ihr provisorisches Büro.
Es fehlt an Unterstützung für Familien wie meine. Und ich finde, dass andere Familien und ihre Kinder Unterstützung verdient haben. Darum mache ich das. Weil ich mir Sorgen mache, was passiert, wenn die Jungs älter werden. Ich will nur das Beste für sie, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin. Ich will nicht, dass andere Familien sich alleingelassen fühlen. Sie sollen wissen, dass es jemanden gibt, der weiß, was sie durchmachen. Auch wenn Allison im Alltag durch Arthritis und Lymphödeme stark eingeschränkt ist, engagiert sich die Hausfrau für andere FASD-Angehörige. Es sind Familien wie die von Serena Shields. Ulster University im Zentrum von Belfast. Seit 2 Jahren studiert die 20-Jährige hier Englisch. Heute packt sie ihre Sachen für den geplanten Auszug aus dem Studentenheim. Serenas Eltern waren beide alkoholkrank. Bei ihren 3 jüngeren Brüdern wurde FASD diagnostiziert. Bei Serena treten keine Symptome auf. Ein Schicksalsschlag trieb die Mutter damals in die Sucht. So before I was born, there was a child that Vor mir hatten meine Eltern ein Kind verloren. Meine Mutter nahm das sehr mit und sie fing an zu trinken, um damit umgehen zu können. Sie hatte schon vorher getrunken, aber dann wurde es noch schlimmer. Wir bekamen es gar nicht mit, dass sie trank, als sie schwanger war. Ich habe das erst mit der Zeit realisiert. Dass sie während der Schwangerschaft getrunken hat, wussten wir erst, als die Kinder schon auf der Welt waren. Nach der Geburt meines jüngsten Bruders roch die Plazenta nach Wodka. Ich war 16, als ich das erfuhr, und ich war schockiert, weil ich nicht wusste, dass sowas passieren kann. Serenas Vater bekommt die Sucht in den Griff. Doch ihre Mutter trinkt weiter. Meine Mutter verließ uns, als ich 9 Jahre alt war, und ich trat an ihre Stelle. Zusammen mit ihrem Vater hilft Serena ihren Brüdern, mit der Alkoholspektrumstörung zu leben. Der Jüngste war erst mit 8 sauber. Er trug in der Grundschule noch Windeln. Serenas Vater stirbt 2019, die Mutter 2020 an den Folgen ihrer Sucht. Seitdem kümmern sich Verwandte um die Brüder. Die Alkoholsucht der Eltern bestimmt auch heute noch Serenas Alltag. Ich achte immer noch ständig darauf, was ich so trinke. Wenn es mehr als 2 Abende pro Woche werden, kriege ich Angst. Weiter gehe ich nicht. Seitdem ich hier lebe, wird immerzu gefeiert, sogar während Corona. Weil ich aus einer Familie komme, in der Alkohol so eine große Rolle spielte, ist es schwierig für mich, abends nach Hause zu kommen und rundherum sind alle betrunken. Schon der Geruch von Alkohol reicht mir. Daher kann ich es kaum erwarten, auszuziehen und ein eigenes Zuhause zu finden. Schulschluss in County Down. Allison fährt mit Reese und Jordan zu einem Pop-up-Café in der Nähe. Hier hat sie eine Spendendose aufgestellt. Für Allison die einzige Möglichkeit, während der Pandemie Spenden zu sammeln, auf die ihr Verein dringend angewiesen ist. Guten Tag, junger Mann. Na, wie geht's? Schickes Poster, mein Lieber. Danke fürs Aufhängen. Ja, die Leute reagieren positiv auf das Poster und haben einiges für deinen Verein gespendet. Ich denke, wir haben über 100 Pfund zusammengekriegt. Jordan, das ist fantastisch. Davon kann die Selbsthilfegruppe in Derry 1 Jahr leben. Sag Jordan, was du möchtest. Das weißt du doch. Ja, ich weiß es, aber sag es Jordan. Kakao bitte. Kakao, klar. Tschüss. Allison will mit ihrem FASD-Verein viel bewegen. Tagtäglich kümmert sie sich um Spendensammeln und Aufklärung zur Alkoholspektrumstörung. Familie und Freunde unterstützen sie dabei.
Hallo Oma, das Filmteam ist da. Erzählst du ihnen von dir? Ja. Ich gebe dich weiter. Mein Gott, halt. Hallo Oma. Erzähl ihnen nur das Gute, Reese, nicht das Schlechte. Das Schlechte ist unser Geheimnis, ja? Wahrheit tut nie weh. Wohl wahr. Nachbarin Lisa unterstützt Allison seit kurzem im Vereinsvorstand. Kurze Besprechung zwischen Tür und Angel. Nur ein paar Kleinigkeiten. Ich habe online ein paar Bücher für die Selbsthilfegruppe bestellt, damit wir vielleicht eine Art Bibliothek aufbauen können. Okay, super. Lisa ist Hebamme und weiß, wie schwierig es ist, werdende Mütter auf ihren Alkoholkonsum anzusprechen. Redest du mit deinen Patientinnen darüber? Ja, schon. Man hat nicht viel Zeit mit ihnen, was auch ein Problem ist. Also fragt man nur, trinken sie, rauchen sie? Aber ich frage jetzt eher, wissen sie, welche Folgen das für ihr Baby haben kann? Denn Leute sagen dir zwar, was du hören willst, aber in Wahrheit trinken sie 10-mal so viel. Allison möchte über die Risiken von Alkohol in der Schwangerschaft aufklären, ohne zu verurteilen. Ein schmaler Grat. Das Vereinigte Königreich und Irland gehören im internationalen Vergleich zu den Spitzenreitern, was Alkohol während der Schwangerschaft angeht. Eine Langzeitstudie aus Großbritannien mit über 13.000 Kindern zeigt, fast 80% dieser Kinder waren Alkohol während der Schwangerschaft ausgesetzt. Bis zu 17% der Kinder erfüllen die Anzeichen einer Alkoholspektrumstörung. Die Hebamme Leanne Armstrong aus Armagh hat sich auf die Beratung von Schwangeren mit Sucht- und Alkoholproblemen spezialisiert. Seit 5 Jahren wird Frauen in Nordirland offiziell von jeglichem Alkoholkonsum während der Schwangerschaft abgeraten. Leanne und ihre Kollegin Fiona Kelly wollen aufklären und arbeiten an einem Vorsorgefragebogen für Schwangere, um an Daten zum Alkoholkonsum zu gelangen. Das System, das wir bislang genutzt haben, war nicht spezifisch genug in Bezug auf Alkohol und Drogen. Deswegen haben wir weichere Formulierungen gewählt. Bringt es nun mehr Informationen? Es schlägt sich noch nicht in der Statistik durch, aber es zeigt sich bei den Anmerkungen, welche Schwangeren vielleicht in den ersten Wochen noch getrunken haben. In Nordirland fehlt es an spezialisierten Hebammen wie Leanne. Aus Angst davor, ihre Kinder an das Jugendamt zu verlieren, trauen sich viele werdende Mütter nicht, ihren Hebammen offen zu sagen, ob und wie viel Alkohol sie trinken. Leanne betreut 60 Schwangere im Jahr. Das Vereinigte Königreich und Irland gehören zu den Ländern mit dem höchsten Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Aber das stimmt nicht überein mit dem, was uns Schwangere hier in Nordirland mitteilen. Wie hoch die Dunkelziffer wirklich ist, weiß Leanne nicht. Dazu kommt, durch die Pandemie finden Vorsorgeuntersuchungen unter schwierigen Bedingungen statt. Zu Hause bei Familie McNamara in County Down. Brian bereitet das Abendessen für seine Söhne vor. Neben seiner Vollzeitstelle als Angestellter im öffentlichen Dienst unterstützt er seine Frau im Haushalt, wo er nur kann. Seine Söhne verlangen viel Aufmerksamkeit. Danke. Und viel zu oft ist die Stimmung zwischen den Brüdern schlecht. Das darfst du nicht essen, Papa. Du hast gerade erst... Sei still, John. Spinner.
Ist einfach ruhig, Schatz. Die zwei Streithähne räumen das Feld. Doch viel zu oft eskaliert der Streit. Sie sind andauernd am Streiten. Sie schmeißen zwar nicht mit dem Essen, aber Streit gibt's halt. Allison kriegt morgens das meiste ab. Dann kriegt sie zu hören, ich will dich nicht mehr als meine Mama und ich wünschte, du wärst tot und so weiter. Sowas habt ihr bis jetzt noch nicht erlebt. Wie ihre Söhne auf lange Sicht mit ihrer Behinderung zurechtkommen, treibt die Eltern um. Wer hilft ihnen im Alltag, wenn Allison und Brian eines Tages nicht mehr da sind? Wir zerbrechen uns beide den Kopf darüber, was aus den Jungs wird, wenn uns etwas passiert. Wo werden sie bleiben, wenn wir sterben? Hoffentlich haben wir noch ein bisschen. Wir müssen also Strukturen aufbauen, die Unterstützung leisten, wenn wir nicht mehr da sind. Denn wir kümmern uns ja um den ganzen Alltag. Die Jungs haben keine Ahnung von Geld oder wie man einen Arzttermin bucht. Den würden sie wahrscheinlich sowieso vergessen. Es wäre gut, wenn ich gar nicht arbeiten müsste. Aber im Grunde fahre ich zur Arbeit, um mich zu erholen. Und wenn ich nach Hause komme, wird jede Hand gebraucht. Belfast. Serena ist unterwegs zu Allison und ihrer Familie. Sie kennen sich schon seit Jahren von der Selbsthilfegruppe. Es war wie vorherbestimmt, dass ihre Kinder mit meinen Brüdern so gut auskamen. Endlich hatten sie Freunde, die sie verstanden. Es war so schön. Allison war super. Serena hat oft Rat bei Allison gesucht. Vor allem, als die Brüder nach dem Tod der Eltern bei Verwandten untergekommen sind. Wegen der Corona-Pandemie waren Besuche lange nicht möglich. Hi, komm runter in die Küche. Es ist das erste Wiedersehen nach der Beerdigung von Serenas Vater. Deine Haare. Ja, ich bin jetzt blond. Serena vermisst ihren Vater sehr. Der FASD-Verein war ihr gemeinsamer Zufluchtsort. Es war schwer für ihn. Mein Papa wollte sich bis an sein Lebensende um die Jungs kümmern. Und die FASD-Gruppe, er hat sich immer so auf die Treffen mit dir und Brian gefreut, weil er wusste, endlich versteht mich jemand. So habe ich das auch empfunden, als ich euch kennengelernt habe. Endlich musste ich nicht mehr so tun, als sei alles in Ordnung. War es eben nicht. Die Vorurteile gegenüber Kindern mit FASD und ihren Eltern sind immer noch groß. Wenn man unterwegs ist, starren einen die Leute bei einem Aussetzer abwertend an. Dabei gibt es ja Gründe dafür. Und die haben kein Recht, mich als Elternteil zu verurteilen, wenn sie keine Ahnung haben. Absolut. Wenn die Leute dich anstarren und beurteilen, denkst du dir, Moment mal, im Endeffekt geht es hier einfach nur um ein Kind, egal ob es behindert ist oder nicht. Das ist ein Kind, also hört auf zu urteilen. Für Serena ist alles, was ihre Brüder gebastelt haben, kostbar. Sie haben eine komplett andere Sichtweise auf die Welt und empfinden sie viel schöner als wir. Wir können viel von ihnen lernen. Hello. Oh my God. Hello, my darling. Was ist denn hier passiert? So groß? Lange nicht gesehen. Ich hab doch gesagt, sie kommt. Cheeky. In Armagh leitet Leanne Armstrong ein Seminar für Hebammen in der Ausbildung. Sie will sie heute über die Verbreitung von fetaler Alkoholspektrumstörung aufklären.
Man geht davon aus, dass ca. 3,2% der im Vereinigten Königreich geborenen Babys von FASD betroffen sind. Das ist viermal mehr als die Autismusrate. Ein Riesenanteil. Im Durchschnitt haben wir in Nordirland pro Jahr 25.000 Geburten. Das heißt, es kommen ca. 810 Babys mit FASD zur Welt. Dann bedeutet das ein Kind pro Schulklasse. Mit dabei Allison. Zusammen mit Leanne will sie erreichen, dass alle Hebammen in der Ausbildung für FASD geschult werden. Wir wollen Menschen aufzeigen, was durchs Trinken alles passieren kann. Dazu brauchen wir mehr Fachkräfte wie Leanne, die sich in Sachen FASD gut auskennen. Die positive Seite ist ja, dass man FASD glücklicherweise komplett verhindern kann. Dabei geht es um mehr Aufklärung. Danke dir, Ellie. Danke euch allen. Montagmorgen bei Familie McNamara. Wie viele Kinder mit FASD fühlen sich auch Reese und Jordan schnell überfordert mit alltäglichen Situationen. Du weißt, wie es morgens läuft. Ich stehe nicht gerne auf. Halt den Mund. Nein, Jordan, so geht's nicht. Das ist normalerweise der Moment, in dem ich Flüche zu hören kriege, wenn er mit der Situation nicht klarkommt. Komm, hol deine Socken und Unterhose. Hau auf, Papa. Komm, Schatz, Socken und Unterhose. Reese kommt heute zügig voran. Aber manchmal dauert es bis zu 2 Stunden, bis er angezogen ist. Und dann kann es schnell schiefgehen. Also wenn Mama ruft, ich soll mich beeilen und ich ziehe mich so schnell an, wie es geht und will mein Bett machen. Und dann ruft sie wieder, mach schnell. Und ich denke nur, ah, dann kriegen wir uns manchmal in die Haare. Was passiert mit Reese, wenn er älter wird und aus kleinen Aussetzern große Ausraster werden? Ich mache mir solche Sorgen. Darum ist es so wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich will nicht, dass meine Kinder irgendwann ins Gefängnis wandern, nur weil sie aus Fehlern nicht lernen können. Erwachsene mit FASD treffen auf weniger Verständnis in der Gesellschaft. Ihre Ausraster können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb will Allison mit ihrem Verein verhindern, dass Jugendliche mit FASD straffällig werden. In Dromore trifft sie Stadtrat Tim McClelland, der sich für Jugendstrafrechtspflege einsetzt. Hi Tim, wie geht's? Gut, danke. Wie viele Menschen mit FASD straffällig werden, weiß man nicht. Es gibt viele offene Fragen, was das Erwachsenwerden mit FASD betrifft. Da gibt es sehr viele Fragezeichen, die mich sehr interessieren. Und das betrifft dann natürlich die Jugendstrafrechtspflege. Diese Kinder werden falsch diagnostiziert und gebrandmarkt. Genau. Und wenn Kinder oder junge Erwachsene erst einmal gebrandmarkt sind und sie vor Gericht landen, dann kommen sie höchstwahrscheinlich irgendwann hinter Gitter. Gäbe es nur die kleinste Möglichkeit einer FASD-Diagnose für sie, hätten sie viel bessere Chancen. In meiner Erfahrung lernen Kinder mit FASD einfach nicht aus ihren Fehlern. Wir müssen darauf aufmerksam machen. Ich träume davon, im nordirischen Parlament alle Parteien über FASD zu informieren, damit sie wissen, worum es geht und was die Fakten sind. Es umfasst Justiz, Gesundheit und Bildung. Es geht schließlich um diese Kinder. Das ist das Wichtigste. Danke, Tim. Du bist ein Schatz. In Allisons Nachbarschaft hat man Verständnis für die Brüder Reese und Jordan. Die Familie fühlt sich hier gut aufgehoben.
Mir persönlich bedeutet es so viel, dass ihr die Jungs akzeptiert. Ihr seid alle einfach toll und lieb und ungekünstelt. Und wie ihr so mit ihnen umgeht. Also, die Jungs lieben euch über alles. Wow. Kinder mit FASD haben oft Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis. Immer wieder übt Allison mit ihren Kindern die Selbstständigkeit. Der ältere Reese soll heute 6 Dinge im Laden um die Ecke besorgen. Okay, Reese, kannst du dir das merken? Wir brauchen Katzenfutter für Smudge. Hör gut zu, ja? Katzenfutter für Smudge, Chips, Käse, Brötchen, Schinken und 20 Pfund. Schinken und 20 Pfund Bargeld. Okay, hast du es dir gemerkt? Ja. Dann geh mal los, Schatz. Und vergiss nicht die Maske, wenn du reingehst, Schatz. Na klar. Guter Junge. Und das Katzenfutter. Ich kaufe dieses hier, weil es die Countryside Selection in Gelee ist, die Smudge mag. Es ist hübsch bunt und zeigt Smudge. Und Brötchen. Die Chips fehlen. Aber an 5 von 6 Sachen auf der Einkaufsliste hat Reese heute gedacht. Ein Erfolg für ihn. Okay. Danke. Bis dann, Michelle. Wie kommt Reese mit seiner Einschränkung zurecht? Manchmal bin ich frustriert. Es nervt, wenn ich mir nichts merken kann, weil mein Gehirn nicht funktioniert wie andere. Ich bin zwar 13, aber mein Hirn ist wie das eines Dreijährigen. Hallo Mama. Hi Kumpel, hat alles geklappt? Good. Alles gut? Ja. Lass uns mal sehen, was du gekauft hast. Hast du an alles gedacht? Ach. Mach nichts, wir holen die Chips beim nächsten Mal. Da ist das Katzenfutter. Für Smudge. Währenddessen begleitet Brian seinen Jüngsten zum Fußballtraining. Die Schnürsenkel machen Jordan zu schaffen. Das fällt mir heute schwer. So ist es Reese auch gegangen. Und dann auf einmal hatte er es raus. Jordan gehört schon seit 3 Jahren zum Fußballclub im Nachbardorf. Dabei geht es seinem Vater Brian um mehr als um spielerische Glanzleistungen. Für mich ist es eine große Sache, dass er Teil des Clubs ist. Die anderen Jungs wissen ja, dass er eine Krankheit hat. Vielleicht nicht im Detail, aber sie nehmen schon Rücksicht. Belfast. Serena will so schnell wie möglich aus dem Studentenwohnheim ausziehen, hatte aber bislang kein Glück bei der Wohnungssuche. An ihrer Seite ihr Freund Kahir. Sie sind seit einem Jahr zusammen und suchen gemeinsam nach einem neuen Zuhause. Ich kann mir gut vorstellen, hier zu leben. Du hast noch ein Jahr, ich 2. Vielleicht 3 bei mir. Also ich bin nächstes Jahr fertig mit dem Studium. Dann wären wir also für die nächsten 2 Jahre hier. Wir können noch etwas länger bleiben, wenn du willst. Dann kannst du deine Brüder aufwachsen sehen. Könnten wir machen. Serena kann im Moment nur selten zu ihren Brüdern. Langfristig wünscht sie sich eine eigene Familie.
Sollte sie schwanger werden, kommt für Serena kein Alkohol in Frage. Aber heute kann sie sich bei einem Glas Bier entspannen. Ich liebe Kinder und Kahir weiß, dass ich mein Leben lang mit Kindern zu tun hatte. Es wäre fast unnatürlich, wenn ich nicht Mutter werden würde. Und ich könnte mir keinen besseren Vater als ihn vorstellen. Zum ersten Mal in meinem Leben stelle ich mir eine Zukunft mit jemandem vor. Wir haben echt eine einzigartige Beziehung. Ich habe ein Riesenglück, dass er meine Vergangenheit akzeptiert und mich so liebt, wie ich bin. Für Familie McNamara geht es heute zu einem Freizeitpark. Hier hat Allison das erste Treffen der Selbsthilfegruppe nach langer Corona-Pause organisiert. Oh, hi, Barry. Hi, Barry. Oh, ich hab dich so vermisst. Du bist zu groß geworden. Es ist ein herzliches Wiedersehen mit anderen Adoptiv- und Pflegeeltern und Kindern mit Alkoholspektrumstörungen. Wie alt bist du, AJ? Bist du schon 10? 6. Allison und ihre Familie sind umringt von Menschen, die sie und ihren FASD-Verein unterstützen. Und die Jordan und Reese lieben, wie sie sind. Ich würde nichts an ihnen ändern wollen, auch nicht die FASD. Sonst wären sie ja nicht mehr diese einzigartigen Jungs. Wir kommen damit klar und unterstützen und ermutigen so viele Menschen, wie wir nur können.